Hallo Leute, heute geht es mal um ein paar Ölfilter, in dem Fall hier für den M57 Motor N2, also hier für den M57 Motor, die werden ja wohl alle passen, also quasi für die E61, E60 Reihe, aber auch die E90, E91, also alle, die den M47, ich meine, der M47 Motor hat denselben Filter, müsst ihr aber jetzt nochmal nachschauen. Aber hier geht es jetzt erstmal um den M57 Motor, das kann ich zumindest garantiert sagen, dass die da passen. Ich habe da mal verschiedene Filter bestellt, hier in dem Fall einmal Mahle Knecht, Mahle und von Febi. Den habe ich vor kurzem bestellt, den hatte ich schon etwas länger. Da wollte ich euch so ein paar Unterschiede zeigen. Also es ist jetzt keine Werbung, dass ihr nur den oder den anderen Hersteller nehmen sollt. Ich persönlich bestelle die von Mahle oder von Knecht, weil da immer diese drei Dichtungen dabei sind. Und das ist zumindest garantiert. Ja, sagen wir es mal so. Ich hatte es hier bis jetzt noch nie anders. Ja. Hier in dem Fall bei Phoebe ist einmal drei Dichtungen bei und einmal ist es hier in dem Fall nicht. Woran das liegt, kann ich euch echt nicht sagen. Also wenn ich mir die Nummer hier so anschaue, unter welchem Artikel das Ganze verkauft wurde und dann die hier anschaue. So sieht es hier aus und so sieht es da aus. Aber ich muss auch sagen, die Filter sehen anders aus, also verschieden. Hier kommt das Papier so ein bisschen dicker rüber und scheint ein bisschen besser von der Qualität her zu sein. Allerdings ist er in der Mitte halt, da ist keine Stabilisierung oder so, dass er sich da irgendwann mal zusammenzieht. Wahrscheinlich scheint das Papier ja, stark genug zu sein. Hier in dem Fall ist das ein bisschen anders. Mach mal Licht an. Ja. Keine Ahnung, was das hier für dunkle Flecken sind. Ich habe auch keine Ahnung, ob das Original ist oder nicht. Ja. Also hier mal. Das habe ich nur so zum Test genommen. Preislich sind die da im Unterschied von, ja, ich sag mal, die sind so zwischen 8 und 9 € plus Versand oder so. Und die hier, das könnten auch 5 € sein. Ich persönlich, für mich, würde die nicht mehr bestellen. Also wenn es die mit drei Dichtungen geben würde, immer, dann könnte man noch sagen, ja, okay, kann man ja mal zwischendurch mal machen. Aber ich persönlich greife immer zu diesen beiden. Wobei hier Knecht oder Mahle, da muss ich sagen, es gibt ja gar keinen Unterschied. Also das sind jetzt die beiden Filter, die sehen ja absolut exakt gleich aus. Ja. Vom Papier her, vom Gefühl her. Am selben Werk wahrscheinlich hergestellt und auch ausgeliefert. Mal kurz. Falls es irgendjemand hilft. Falls ihr irgendwelche Entscheidungsschwierigkeiten habt, also wenn ihr zwischen Knecht und Mahle entscheiden müsstet, dann würde ich einfach den günstigeren nehmen. Und ja, wenn ihr sich Mahle und in dem Fall Febi, es gibt ja auch von Meile oder von anderen noch Herstellern, ich habe sie alle nicht durchgetestet, weil es manchmal nicht klar ist, gibt es da die drei Dichtungen dazu oder nicht. Und bei Febi hatte ich einmal bestellt, die gab es dazu und dann habe ich gedacht, na gut, dann bestelle ich nochmal ein. Ja, und in dem Fall gab es jetzt nicht. Und steht ja nirgendwo dran, zumindest da, wo ich sie bestellt habe. Wenn es explizit dort stehen würde, ja, da sind die der Richtung bei, da kann man sich das vielleicht nochmal ein bisschen so überlegen. Aber in dem Fall würde ich einfach zu denen greifen. Hier ist das so, dass das hier gummiert ist. Also hier der Fall, also hier der Bereich, da wo es auch so ein bisschen abschließen sollte. Und hier ist das so, dass sie das mit Dichtungen realisiert haben. Und ja, die ist schon ziemlich hart. Ja, und hier ebenfalls mit Dichtungen, die hier drin sind, quasi. Also, falls das Video irgendjemand hilft, dann würde es mich freuen. Wenn nicht, tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Viel Spaß. Wichtig anzumerken, diese Filter habe ich selber gekauft. Das ist kein Werbevideo. Ich mache für keinen der Hersteller irgendwie Werbung oder sowas. Das sind einfach nur meine persönlichen Erfahrungen.
die ich hier gesammelt habe, dieses Video auch bitte nicht als Werbevideo missbrauchen, ja, sagen wir es mal so.